Wir gehen nach rechts. Kate, Del, ihr geht nach links. Sind dran. Ist dicht. Könnt ihr es von eurer Seite öffnen? Kommt näher! Okay, durch das Tor. Wir müssen zu dieser Scheune. Hey, das schaffst du nicht allein.
Schiffsschrott ist da! Los, los! Erwartet. Alles steht in Flammen. Ihr Zuhause nun ja ist zerstört. Nichts davon bereitet mir Freude. Aber wenn sie nicht rauskommen, und zwar umgehend, bin ich nicht verantwortlich für das, was gleich passiert. Ihnen oder ihrem Sohn. Tollen Fluchtplan! Die hängen uns am Arsch! Ja, James, hab ich gesehen! Fahr einfach! Was zur Hölle ist das? Sind's Überreaktion! Nennt sich Vulture! Echt sexy, oder? James, pass auf die Brandbomben auf! Da vorn! Mach sie nieder! Vor Rival. Die historische Stätte? Da gibt's doch nichts. Darum geht's auch nicht. Es geht um das, was drunter ist. Festhalten! Vorsicht, James. Das Bike ist ein Einzelstück. Was? Du machst dir Sorgen um das Bike? Hey! Der Vulture ist wieder da! Passt auf! Er will uns abfackeln! James, pass auf die Bäume auf! Was mache ich denn hier? Achtung! Ach, das ist nicht gut! Festhalten da hinten! Los geht's! Noch so eine Landung hält das Ding nicht aus! Vergiss das Bike, wir halten noch so eine Landung nicht aus! Gut, da könnten wir sicher sein. Der Tunnel stürzt ein! Der Vulture bombardiert den Berg. Oh, das ist doch ein schlechter Scherz. Okay, jetzt reicht's endgültig. Holen wir das Mistding vom Himmel. Schieß den Antrieb ab. Thank you.
alles vom Himmel! Erwischt! Das war's noch nicht. Schießt auf die Waffen! Los, Dad, hol es endlich vom Himmel! Schieß auf den Antrieb! Der Antriebskern liegt frei! Jetzt oder nie! Landungskapsel! Warum ist denn dieser Festung? Der was? Der Schwarm. Ja, so nennen wir sie jetzt. Der Schwarm also. Okay. Nein, glaube ich nicht. Wir müssen durch diese Festung zur verlassenen Osmiummine auf der anderen Seite. Und, wieso? Weil die Korda nach dem Krieg ein paar tausend Locust-Leichen verschüttet hat. Wenn euer Schwarm mit den Maden zu tun hat, finden wir es dort heraus. Also los. Marcus, wegen dieser Locust-Grabstätte. Warst du mal dort? Damals, vor 25 Jahren. James' Mutter und ich waren wegen der Beseitigung dort. Die Körper der Maden waren da schon mit diesem Kristallscheiß überzogen. Ziemlich unzerstörbar. Sie haben sie eingemauert und so belassen. Okay, jetzt mal Klartext. Glaubst du, die Locusts sind zurück? Ich weiß es nicht. Das ist einer der Vorzüge im Alter. Man muss nicht immer zu allem eine Meinung haben. Der Wind wird stärker. Ja, noch müssen wir uns aber keine Sorgen machen. Haltet die Augen offen. Halt! Was zum Teufel war das? Oh, das finden wir noch raus. Das klang nicht nach einem Tier. Hab ich nie behauptet. Drüben ist Wasser. Ich glaube, genau von sowas wird man krank. Hoffen wir das Beste. Oh, was zum... Da ist irgendwas über uns. Ja, ich weiß. Bleibt ruhig. Oh, Scheiße. Sturmfront im Anflug! Los, zur Festung! Ach, verdammt! Da ist ein Tor! Los, los! Weiter! Unterschlupf voraus! Hier durch! Hilf mir mal jemand!
Rein mit euch! Kinder, mit euch wird es nie langweilig. In letzter Zeit nicht. Hier sollten wir sicher sein, bis die Sturmfront durch ist. Ihr habt keine Stauballergie, oder? Was ist das? Keine Ahnung. Mal sehen, wohin er uns führt. Das leuchtet. Hier lang. Was ist das? Alles okay? Oh, ja, aber ich hab überall diesen Scheiß. Naja, du leuchtest. Das ist doch toll. Na los, was da auch rausgeklettert ist, ist hier entlang. Hey, wartet mal. Da ist irgendwas drin. Dann schneid's auf. Ich glaube, das ist keine gute Idee, Dad. Nein, glaube ich auch. Oh. Oh, das ist übel. Jins Verschwundene. Wir haben sie wohl gefunden. Sie nutzen uns als Wirt. Wenn das mit allen passiert, die sie fangen. Oh Gott, Mann. Kate, hey, komm schon. Wir holen sie zurück, okay? Wir müssen zu dieser Mine. Komm schon. Ah, noch mehr Kapseln. Was zur Hölle ist hier los? Was das auch ist, es sind keine Locust. Sowas habe ich noch nie gesehen. Marcus Phoenix ist ratlos? Das ist kein gutes Zeichen. Vorsicht, über uns! Ich habe gesagt, ruhig sein und weiter. Dieses Vieh folgt uns schon eine ganze Weile. Ich kümmere mich drum. Was? Wie? Ja, das klappt. Wenn er losstürmt, schaltet ihn aus. Verstanden? Verstanden. Verdammt!
Marcus wollte uns im Kampf gegen die Dinger helfen und meine Mutter retten. Was zur Hölle machen wir jetzt? Das Ding, ich fasse es nicht. Es hat ihn verschluckt. Komplett. Genug, das reicht. Er ist weg. Aber er ist nicht tot. Sie entführen Menschen und benutzen sie. Wir wissen, dass der Prozess eine Weile dauert. Also lasst uns meinen Vater finden. Wir brauchen ihn. Und wenn wir ihn nicht zurückholen können? Dann sind wir wohl auf uns allein gestellt. Scheiße. Okay. Und was jetzt? Gehen wir dahin, wo sie ihn hinbringen. Und wo soll das sein? Da, wo er uns hinführen wollte. Die Locust-Grabstätte.